Diese Skulptur von den blauen Pfeilgefrosch, den man hier in Costa Rica finden kann, habe ich auf dem Wochenmarkt hier in Atenas erworben und dabei ein nettes Gespräch mit dem Handwerker bzw. mit dem Schöpfer dieser Skulpturen geredet. Und dazu möchte ich einfach heute ein bisschen euch was dazu erzählen. Dieser Mann, von dem ich den Pfeilgefrosch erworben habe, hat ein Nachhaltigkeitsprojekt. Also das heißt, er geht in die Natur, beobachtet zum Beispiel in den Regenwäldern die vielen verschiedenen Reptilienarten wie Frösche, Schmetterlinge und andere Reptilien, tut die halt fotografieren, in seinem Gedächtnis abspeichern und daraus macht er dann solche wunderbaren Skulpturen aus abgefallenem Holz zum Beispiel und tut sie halt mit nachhaltigen Ressourcen die Lebewesen sozusagen bildhaft festhalten. Er möchte einfach damit ein Statement setzen, dass die Leute sich bewusst werden, welche Vielfalt sie hier in Costa Rica in den Regenwäldern haben, welche viele verschiedene und bunte Fröscharten die halt haben und diese einfach nach und nach durch die Abrodung, Abforstung Stück für Stück verlieren. Und darauf möchte er einfach die Leute nochmal bewusst machen, hey, wir haben so eine wunderbare und schöne Natur, die können wir doch nicht einfach verlieren und wegwerfen. Vor allem, dass er mir halt im Gespräch auch erzählt hat, dass die Zukunft der Menschheit im Regenwald stattfindet, beziehungsweise diese Lebewesen sind einfach die Zukunft für uns, für unsere nachfolgende Generation. Und da muss ich ihm halt im Allgemeinen recht geben. Aber nicht nur die Frösche, die Schmetterlinge und die Reptilien, sondern auch die kleinen Mikroben und Bodenlebewesen, die halt den natürlichen Kreislauf der Natur aufrechterhalten. Diese sind alle wichtig und die Erhaltung der Regenwälder kann ich ihm ganz, voll und ganz einfach zustimmen. Und ich finde einfach klasse, dass er dass er an dem Stand seine Skulpturen verkauft, seine Werke zur Schau gibt und einfach die Leute zeigt, hey, wir haben so eine schöne Artenvielfalt hier in Costa Rica, werfen wir sie doch nicht einfach so weg. Das Wunderbare an dem Projekt finde ich ja auch, dass er 20% seines Gewinns bzw. seiner Erlöse an Nachhaltigkeitsorganisationen spendet, also einfach dafür, dass er mit seinem Projekt noch zusätzlich weiter die Natur erhalten möchte. Zusätzlich er auch viel auf Recycling und Upcycling Wert legt. Also das heißt, der Frosch zum Beispiel hier, der ist halt auf ein Stück Holz verewigt. Aber da hat er mir halt erzählt, dass er halt das Holz nimmt von Bäumen, die bereits abgestorben sind, beziehungsweise von Ästen, die bereits abgebrochen sind. Also das heißt, es ist Totholz oder er verwendet auch für seine Schmetterlingsskulpturen bereits tote Schmetterlinge. Also das heißt, er möchte nicht darauf aufmerksam machen, dass man die Natur schützen muss und dabei die Natur im Vornherein schadet. Also das heißt, er holzt nicht unnötigerweise einen ganzen Baum ab, um seine Skulpturen zu machen oder er tötet extra Schmetterlinge, um zu zeigen, dass wir die Schmetterlinge achten und schützen sollen. Das wäre natürlich paradoxerweise. Also ich kann nicht die Natur schützen, indem ich sie davor schaden muss oder beziehungsweise schaden werde. Diesen Mann und seinem Projekt möchte ich einfach als kleinen Denkanreiz geben. Wo wollen wir eigentlich hin? Wollen wir, dass unsere Kinder solche Gestalten, solche Schöpfungen in der Natur und die Natur allgemein nur noch virtuell im Internet zu sehen bekommen oder auf Bildern oder solchen handwerklichen Skulpturen? Dann machen wir weiter mit der Monokultur, mit der Chemiekeule auf unseren Flächen. Roden wertvolle Landstriche, um da riesige Shopping-Malls oder für die Massentierhaltung unser Futter anzubauen. Machen wir mit dem unnatürlichen Abwassersystem einfach alles weiter, sodass stückweise uns die Natur verloren geht. Oder erhalten und achten wir
die Natur Lebensraum für kleine Lebewesen, etwas größere und die Lebensgrundlage natürlich auch für uns Menschen. Wir müssen uns einfach bewusst werden, wenn die kleine Lebewesen in der Natur verschwinden, so werden wir nach und nach auch verschwinden, weil das natürlich der natürliche Kreislauf ist, von dem wir auch abhängig sind. Daher mein Plädoyer, bitte unterstützt solche Projekte wie diesen Mann, der einfach auf die schöne Artenvielfalt der Natur hinweisen möchte. Unterstützt zum Beispiel Permakulturprojekte wie meins, das Projekt von Lars vom Projekt Schrebergarten, die Leute von Permaglück, Permagold, der wunderbare Verein, sowie die Waldgeister mit ihrem Permakulturverein. Ihr könnt auch Raw Future unterstützen, der mit seiner autarken Selbstversorgung in Ungarn im Einklang mit der Natur leben möchte. Natürlich gibt es auch noch weitere große Organisationen und Institutionen, die für eine hervorragende Aufklärungsarbeit sorgen. Zum Beispiel das Umweltinstitut für München, welches kostenlos Flyer und Plakate uns Menschen zur Verfügung stellen, um einfach auf die Fehler der Agroindustrie aufmerksam zu machen. In diesem Sinne hoffe ich, dass diese Botschaft euch berührt, dass sie ankommt und wir einfach gemeinsam auf eine harmonische und menschenwürdige Zukunft hinarbeiten werden.